So, hallo Freunde, schön, dass ihr wieder reinschaut und herzlich willkommen zur 1.000.000. Beer Grills Ultimate Messervorstellung, was es im Internet gibt. Okay, aber trotz allem, ich stelle es euch jetzt heute mal vor, die meisten kennen es ja sowieso schon, aber es soll immer noch Leute geben, die es vielleicht nicht kennen. Kurz vorab, ich habe das Messer gewonnen und zwar vom Survival Team, vom Ronny, da habe ich bei einem Giveaway mitgemacht und das war der Gewinn. Danke nochmal, dass ich dir wortwörtlich bei der Verlosung vor die Füße geflogen bin. Okay, jetzt für die Messerfreaks unter euch, die jetzt ja immer ein bisschen die genaueren Angaben wollen, sage ich es mal kurz. Also Klingenlänge ist 12 cm, also gerade noch das, was erlaubt ist für ein feststehendes Messer. Gesamtlänge ist 25 cm. Der Klingenstahl ist 7 CR 17 MOV. Gewicht sind 417 Gramm und die Scheide ist Nylon. Ja, und auch mit Plastik hier. Ja, der Griff, das ist ergonomischer Tech-Hide-Griff für optimalen Halt mit einer Notpfeife hinten dran. Also hier. Dann haben wir eine Hammerfläche am Griffende. Siehe hier. Und dazu komme ich gleich, eine glasperlengestrahlte Drop-Point-Klinge mit potenziellen Wellenschliff. Inklusive multifunktionaler Scheide aus Nylon-Kunststoff-Kombination. Feuerstarter mit Halterung. Feuerstarter ist hier. So, das ist die Halterung. Und ein Diamantschärfer ist integriert. Und zwar befindet sich der, wenn ich jetzt hier beide aufmache, kann ich das hier nach vorne klappen, ist hier der Diamantschärfer. Okay. Dann ist eigentlich noch im Lieferumfang so ein kleiner Survival Guide dabei. Der war jetzt hier aber nicht dabei bei dem Gewinn. Ist aber auch alles nicht weiter schlimm, weil dafür habe ich mein Survival Buch. Da steht wesentlich mehr drin als auf diesem komischen kleinen Zettelchen. Und hier hinten ist auch nochmal ein bisschen näher. Ja, wie ihr euch jetzt, wenn ihr, ich glaube, das ist jetzt dafür gedacht. So sieht es auf jeden Fall aus. Jetzt, wenn jetzt ihr irgendwo seid und der Helikopter kommt. Oder ein Flugzeug fliegt drüber, dass ihr euch dann so verständlich machen könnt. Also das ist jetzt schon wirklich so für, im Wald funktioniert wahrscheinlich die ganze Geschichte nicht, weil da wird euch keiner sehen. Das müsste dann schon auf dem freien Feld sein. Okay, ist aber nicht das Gimmick, dass es da hinten dran ist. Und da hinten drin steckt normalerweise dann hier noch das kleine Heft oder Zettelchen mit so kleinen Survival-Tipps, wie man Knoten macht, Fallen baut und so. Okay, so viel jetzt zu dem Äußeren. Komme ich jetzt noch hier zum Messer selber. Hier oben übrigens befindet sich die Stelle, wo ihr dann ja, hier mit diesem Feuerstarter die Funken machen könnt, dass dann euer, egal was ihr jetzt da habt, ob das jetzt Kienspan ist oder ob das ja, Baumharz oder irgendwas anderes, was ihr als Anzündermaterial verwenden wollt, dass ihr das dann anzünden. Ja, also so nehmen und dann hier mit dieser Fläche an der Eckekante schnell runterziehen. Somit entstehen Funken, sehr heiß und dann fängt es an zu brennen. Okay, wie ihr auch sehen könnt, sind hier 1, 2, 3 Löcher. Das könnt ihr sozusagen dann als Speer verwenden, wenn ihr hier hinten ja, einen Ast hinten hin macht und dann mit Paracord oder mit einer anderen Schnur oder mit Gräsern das dann umwickelt, dann habt ihr einen Speer. Für mich war das jetzt immer die ganze Zeit ein Manko, das Messer mit zu kaufen, wegen diesen Serrations. Deswegen hatte ich mein Rad 3. Ich habe wirklich lange überlegt, ob ich mir dieses Messer mal zulegen soll. Dann ist aber nach Monaten dann die Entscheidung gefallen, dass ich mir das Rad 3 hole, weil einfach für draußen zum Schnitzen konnte ich oder kann ich bisher noch nichts anfangen mit diesen Serrations. Werde es aber dann ausgiebig mal testen. Angeblich soll dieses Messer mit dieser Ausstattung soll angeblich dieses Jahr noch rauskommen ohne diese Serrations. Lege jetzt aber meine Hand dafür nicht ins Feuer, das habe ich bei irgendjemand unter einem Video habe ich das mal drunter gelesen. Vielleicht weiß es ja einer von euch besser, dann schreibt mich mal bitte an. Würde mich jetzt wirklich interessieren, ob das stimmt.
Okay, mehr kann ich auch zu dem Messer nicht sagen, außer dass es wirklich top auch in der Hand liegt. Ich habe keine große Hand. Und hier durch diesen Griff hat man auch bei nassen Händen, kann es nicht wegrutschen. Hier ist eine gute Daumenauflage, also für kräftiges Schneiden und Schnitzen. Und vor allem, was mich immer wundert, ist irgendwie, dass die Serrations irgendwie auf der falschen Seite sind. Ich meine, als Linkshänder lasse ich es mir eingehen, dass der scharfe Schliff hier ist, auf der linken Seite. Aber als Rechtshänder müsste es eigentlich auf der anderen Seite angebracht sein, empfinde ich auf jeden Fall. Vielleicht gibt es ja noch ein paar mehr, die das genauso sehen. Vielleicht gibt es auch, es gibt bestimmt genug, die sagen, ach Gott, spinnst du, das ist schon die richtige Seite. Können wir gerne auch drunter schreiben, ob ich damit recht oder unrecht habe. Und ich werde es jetzt die Tage dann selber mal ausprobieren. Ja, und das Messer kostet je nachdem zwischen 69 und 79 Euro, was ich jetzt schon, okay, es gibt sogar in eBay welche, die verkaufen das Messer hier für 129, also oh mein Gott, also für dieses Geld niemals dieses Messer kaufen, wirklich nicht. Oh, da gibt es wesentlich bessere Messer, also für 100, ich sage jetzt extra mit für das 129 Euro, das ist da einfach total überteuert. So für die 79, also für 69 würde ich es dann auch noch kaufen. Okay, ich werde das mal draußen testen und ihr werdet es bestimmt in dem einen oder anderen Video jetzt dann noch von mir dann sehen. Wenn ich draußen bin, dann werde ich es auch benutzen, wenn ich damit klarkomme mit den Serrations. Und dann seht ihr, was ich daraus gemacht habe. Okay, dann sage ich mal Dankeschön fürs Zuschauen und fürs Aushalten, dass ich so jetzt so viel wieder gelabert habe über dieses Messer. Und sage dann Tschüss, bye bye, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.